Ja, hey Leute, ich probiere heute mal was aus und habe mal ganz tief in meiner Spielekiste gewühlt und mal Counter-Strike Source ausgegraben. Gut, ich habe nur bei meinem Steam-Account nachgeguckt, aber das tut jetzt nichts zur Sache und wollte einfach mal ein bisschen anfangen, vielleicht ein bisschen Multiplayer, ja, zu spielen und irgendwie sowas zu machen. Es ist jetzt erstmal nur ein Test und wenn das bei euch gut ankommt, dann würde ich das auch weiter fortfahren. Ja, ich gehe jetzt gerade mal auf die Map und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie immer werde ich dabei auch ein bisschen was erzählen. Sonst wäre es ja langweilig, sage ich jetzt mal. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Wo gehen wir denn mal hin? Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Terroristen. Ja, gut. Können leider. Achso, ich habe mir so einen schönen Mod installiert, dass meine Scout, Schmidt, Scout, egal, kann man beides sagen, so einen schönen Laserpointer hat. Einige sagen jetzt so schön: Oh, du bist ja voll der Cheater. Oh ja, da kannst du ja auch ohne Zoom treffen. Ja. Ist schwierig. Also, es ist nicht so leicht möglich, sage ich gleich mal so. Es hat auch einen anderen Sound. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Den Skin. Und ja, warten wir mal, dass die Runde hier vorbei ist. Und ich klicke hier einfach gerade mal so ein bisschen durch. Dass wir mal weiterspielen können. Bitte. Ja, schmeiß ruhig eine Rauchgranate. Alles super. So, los. Oh, E-Mail. Kann ich ja gleich mal kurz nachgucken. Da ich hier sowieso nichts. Ja, nichts Interessantes. Da die hier sowieso noch. Aha! Ewig brauchen. Ich habe das Spiel etwas länger nicht gespielt. Ich habe letztens erst wieder gespielt für. Was weiß ich. Was weiß ich, wie lange. Ein paar. Ein oder zwei Stunden. Keine Ahnung. Und. Ja, dementsprechend wundert euch bitte nicht, dass ich gerade momentan nicht so high-skilled bin, wie das vielleicht einige andere. Oh, der war doch gar nicht so schlecht. Erwarten. Ja, ich habe früher, was heißt früher, vor, was weiß ich, weiß ich nicht mehr, schon ein paar Monate her. So könnte man es bezeichnen. Extrem diese Map gespielt. Gerade die hier. Und ja, dementsprechend kenne ich mich hier noch ein wenig aus. Oh. Ach, angefragt worden. So, ja, das ist erstmal nur ein Versuch. Mit dem Multiplayer hier jetzt ist vielleicht nicht ganz. Also. Ist natürlich nicht so storymäßig, geradlinig, sondern einfach nur so just for fun. Und es, wie gesagt, ist auch nur ein Versuch. Ich würde sonst auch noch vielleicht Modern Warfare 2 oder Black Ops oder was weiß ich noch für Spiele nehmen. Ach so, der ist schon tot. Und einfach mal den Multiplayer zocken. Vielleicht habt ihr da ja Bock drauf. Und wäre natürlich extrem cool, das wäre natürlich, weil es mir auch. Boah, was schlecht war der denn? Dankeschön. Ein bisschen gecampt, muss auch mal sein. Wo war ich? Ja, vielleicht habt ihr da Bock drauf. Und ich würde sagen, wie immer, schreibt mir doch einfach in die Kommentare, ob ihr da so Lust drauf hättet. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe noch mein Mousewheel ab. Falsch gebindet. Oh, da war. Boah, verdammt, war das schlecht. Ich muss eben mal ganz kurz mein Mousewheel wieder umbinden, weil ich letztens erst. Ach, da war ich schon. Was wollte ich sagen? Ach so, weil ich letztens Death Run gespielt habe. Ist aber auch schon wieder länger her. Und da. Ja, man ja immer schön mit dem
Mousewheel springen kann. Und Bunny hoppen und sowas. Vielleicht kennen das einige noch. In den früheren Counter-Strike-Versionen 1.5, 1.6 oder so war das ja ganz populär. Habe ich beide sehr. Habe ich beide. 1.5 habe ich nicht gespielt, 1.6 habe ich mir mal irgendwann nachgekauft. Condition Zero, dieses ganze Pack, das heißt glaube ich Counter-Strike Anthology 1 oder sowas heißt es glaube ich. Das habe ich mir mal dazu gekauft, nachdem ich mir hier Counter-Strike Source gekauft habe mit Day of Defeat Source und Half-Life 2 Deathmatch und was weiß ich, was alles dabei ist. Das habe ich mir als erstes so mal gekauft. Und dementsprechend kamen noch einige andere Spiele dazu. Ja, genau, so. Leider, bin ich jetzt schon wieder als erstes draufgegangen und schade. Dementsprechend, wenn meine Teamkameraden mal ein bisschen hinne machen würden, wird es auch schnell weitergehen. Ja, ich weiß, ich schieb die Schuld immer von mir weg. Aber, macht nichts. Ja, andere Maps kommen natürlich auch noch dran, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, ist nur ein Test. Erstmal. Da habe ich mir heute, ist mir so eingefallen, so, hey, ja, kannst du auch mal machen, super. Oder sowas. Wie gesagt, Test und stimmt in den Kommentaren ab oder Daumen hoch, Daumen runter. Wenn ganz viele Daumen runter sind, dann sage ich natürlich auch, nee, vielleicht nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ja, Jungs, macht hinne. Was los hier? Wird das heute nochmal was? Ja. Ach, da ist noch ein anderer. Tot. Glück gehabt. So, wenn die jetzt nicht so lange brauchen würden, würde ich auch gerne wieder weiterspielen. Weil ich würde lieber nicht so gerne die ganze Zeit zugucken. Messert ihr nochmal bitte jemand. Bitte tut es einfach. Tut es, aber tut es schnell. Oh, Mann. Jungs, was ist hier los? Ja. Tut mir leid, wenn sich das Video gerade ein wenig hinzieht. Aber es liegt nicht in meiner Hand. Nee, es liegt nicht in meiner Hand. Ich habe gerade nochmal überlegt, aber nein. Sondern in deren Händen. Oh, Mann. Mach sie doch fertig. Oh, cool. Einfach rumstehen, warten. Vielleicht kommt er da ja gleich. Ja, gut. Gunrush ist übrigens auf dieser Map für alle, die Counter-Strike spielen. Oder so, kein Gunrush auf dieser Map, kommt auf dem Server nicht gut an, er heißt Pool Party V2 und jetzt ist gerade, oh Mann, ich dachte, der wird jetzt, ist er, hä? Oh Gott. Ja, gut. Mal ein aktuelles Thema vielleicht, ich habe mir ja heute mal den Beitrag auf RTL angeguckt und für alle, die mir auf Twitter folgen, ihr habt schon gelesen, ich finde es absolut lächerlich, was RTL da gemacht hat. Und ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum man unbedingt sowas machen muss, sowas abziehen. Also, RTL auf euren Fernsehern, nicht mehr einschalten. Vorbeisappen, alles klar, geht weiter. Scheiß auf RTL. Und es geht weiter. Vielleicht überlebe ich diesmal ja länger. Das war eben eine etwas schlechte Runde von mir. Einfach mal in den Rauch rein. Vielleicht trifft man ja jemanden. Glaube ich zwar nicht, aber schön Gunrush, auch gut. Also merkt es euch, falls ihr irgendwann mal auf dieser Map spielt, niemals mit der Waffe rüberlaufen. Niemals. Tut das nicht. Es kommt nicht gut an. So. Was seid ihr denn? Der Rampage hier schon?
Ja! Ja, ist klar. Alles klar. Sehe ich genauso. Würde ich mir gerne mal die Wiederholung angucken. Ja. Na, da muss ich jetzt aber noch mal eine Runde spielen und ihm noch mal einen ordentlich einen geben. Läuft da lang. Im Laufen schießt er und... Ja. Double Kill. Monster Kill. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen rumlaufen und an jede Wand mal schießen. Damit man gleich mal sein Revier markiert. Hier schieß ich. So, zeigst du dich auch mal? Oder willst du hier nur... Ach so, ganz wichtig auch noch. Immer schön rumlaufen, niemals an einer Stelle stehen. Sonst kommt auch nicht gut an. Oh, der war nicht gut. Ich möchte das S-Wort hier nicht so gerne. Ja, aber ich habe ihn getroffen. Immerhin. Immerhin habe ich ihm 14 HP abgezogen. Hätte ich selber nicht für möglich gehalten. Aber es geht. Der sitzt ja auch super da. Hallo. Hallo, komm doch raus, zeig dich. Möchtest du mit mir spielen? Mit uns? Hallo. Immer mal ein paar Warnschüsse abgeben, das kommt immer gut. Mann, nicht schreiben, spielen. Pass auf, gleich kriege ich richtig einen ab. Zack, erwischt. So muss das sein. Es leben noch zwei. Einer lebt noch. Einer ist gerade runtergefallen oder sowas? Nee, er wurde von dem anderen getötet. Sollte man auch mal oben hingucken. Alles klar. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich mit diesem schönen Spray-Logo. Tja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das weiter so wollt. Ich gehe mal vom Server runter. Ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Oder ja, schreibt mir einfach lustig Kommentare, gebt mir Daumen. Ich würde mich super freuen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!